Das ist belastend. Was ist denn los? Die Untertitelfunktion hat aus Amato-Normativität schon wieder einen Murks gemacht. Amateur und Normativität. Queer up YouTube. In Spektrum, der Podcast aus der deutschsprachigen ASPEC-Community. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von In Spektren. Mein Name ist Finn, ich verstehe mich als aromantisch und Grey Ace, ich bin 27 Jahre alt, komme aus Österreich, bin weiß und verwende keine Pronomen. Hallo, hier Noah. Ich bin 34 Jahre alt, ich komme aus Deutschland, sehe mich als Ace und demiromantisch und ich glaube, das reicht heute zu mir. Hi, ich bin Delphine. Pronomen MMs. Ich bin 25, komme auch aus Deutschland, bin Aro Ace, Agent of Flux und ebenfalls weiß. Und heute haben wir noch eine Gastperson dabei. Magst du dich mal vorstellen? Hallo, ich bin Gregor, ich bin 45. Ich sende aus Deutschland. Ich bin allosexuell und meine romantische Identität ist irgendwo zwischen Beziehungsanarchist und Grauromantiker. Und meine Pronomen sind er oder da und Vorname. Gut, und heute sprechen wir über Matonormativität. Das heißt, wir unterhalten uns darüber, was das eigentlich ist, was es bedeutet, welche gesellschaftlichen Konsequenzen Matonormativität hat, aber auch, wo wir dem Ganzen im Alltag begegnen und wie wir damit umgehen können, aber dann im Grunde auch noch über vieles mehr wie Intersektionen und so weiter. Bleibt einfach dran und hört zu. Hier Finn aus der Nachbearbeitung. Aufgrund von technischen Schwierigkeiten bei der Aufnahme der Folge kam es bei uns zu Anspannungen, beziehungsweise läuft die Folge vielleicht nicht ganz so flüssig, wie ihr das von normalerweise gewohnt seid. Ich hoffe, sie gefällt euch trotzdem und der Qualität des Inhalts, die soll dadurch ja nicht schlechter sein, der soll das nicht schaden. Ja, außerdem habe ich euch dann noch die Inhaltshinweise für heute mitgebracht. Und zwar sprechen wir im Zusammenhang mit dem heutigen Thema über Amatonormativität, also auch über die Abwertung nicht-romantischer Beziehungen im Vergleich zu romantischen Paarbeziehungen. Außerdem sprechen wir über Allonormativität und Aceback-Feindlichkeit, aber auch über Romantik und Dating und über Heteronormativität und Heterotemporalität. Wenn du dich mit einem dieser Themen nicht wohlfühlst und bestimmte Stellen nicht hören möchtest, dann schau gerne in unsere Kapitelmarken. Dort steht ganz genau, wann wir über was sprechen und du kannst die einzelnen Stellen dann gezielt überspringen. Oder wenn du sie dir anhören willst, dann hör die Folge doch in einer Umgebung, in der du dich sicher und wohlfühlst, zum Beispiel mit einer Person, der du vertraust. Du kannst die Folge aber, wenn du möchtest, auch gerne komplett überspringen, dann hören wir uns vielleicht in 2 Wochen, aber das kannst du ja wie immer am besten einschätzen. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Dann würde ich sagen, steigen wir doch direkt mal ein und beginnen mit dem Begriff Amatonormativität. Ich werde ihn mal kurz definieren. Und zwar meint Amatonormativität, dass es eben die gesellschaftlich weit verbreitete Vorstellung ist, dass exklusive romantische Beziehungen grundsätzlich wichtiger sind als beispielsweise Freundinnenschaften und andere Beziehungsarten und daher von allen Menschen unterhalten oder zumindest angestrebt werden sollten. Genau, und dementsprechend wird da eben dann auch davon ausgegangen, dass alle Menschen romantische Gefühle empfinden oder haben, also alloromantisch sind. Und aber auch, dass alle Menschen in einer romantischen Beziehung und oder einer Ehe sein wollen. Also heutzutage ist eine Ehe ja nicht mehr notwendig oder eine Heirat für so eine lang anhaltende romantische Beziehung. Aber es wird halt davon ausgegangen, dass jeder Mensch diese Beziehung will und dass Menschen dann auch in diesen Beziehungen glücklich werden. Dementsprechend sind romantische Beziehungen dann quasi der Standard. Oder werden als Standard angesehen. Außerdem werden romantische Beziehungen als der primäre Raum für Sexualität und auch sexuelle Handlungen und Romantik angesehen. Und
Romantik und Sexualität gehören in diesem Standard zusammen und zu Beziehungen, bei denen ja Sex dann auch als die höchste Stufe der Intimität oder der romantischen Liebe gilt, um zu zeigen, ja, wie stark romantisch verbunden die Personen in dieser Beziehung sind. Genau, da haben wir dann auch einen Zusammenhang mit compulsory sexuality, also quasi sowas wie erzwungene Sexualität vielleicht übersetzt. Das ist so quasi die Annahme, dass alle Menschen sexuelle Wesen sind, sexuell sein müssen, sexuell aktiv sein sollen und sexuelle Anziehung empfinden. Das überschneidet sich hier dann auch stark. Wo kommt der Begriff Amatonormativität her eigentlich? Also der Begriff geht auf die US-amerikanische Philosophin Elizabeth Brake zurück. Die hat den Begriff in Anlehnung an den Begriff Heteronormativität geprägt, also der Norm, dass Heterosexualität quasi, beziehungsweise der Vorstellung, dass Heterosexualität die Norm ist. Und der Begriff wurde dann von der aromantischen Community aufgegriffen. Vielleicht auch noch gesagt, dass der Begriff Amatonormativität, wie wir ihn heute kennen, eben mit der romantischen Liebe verbunden ist und es erst seit ein paar hundert Jahren so existiert, also die romantische Liebe an sich. Und international eben derart weit verbreitet ist sie erst seit der Kolonialisierung. Nach wie vor sind nicht mal 20% aller Kulturen strikt monogam und diese Exklusivität und Verpflichtung ist halt selten, nie quasi normativ, außer eben großteils bei uns. Ja, aber es hat sich halt eben durch die Kolonialisierung auch oder und dann eben auch im Zusammenhang mit der Globalisierung, also Globalisierung und Kolonialisierung stehen ja auch in einem relativ engen Zusammenhang über die in der Entwicklung. Also das eine macht das andere ja sort of möglich und mittlerweile ist die Globalisierung ja auch so weit fortgeschritten, dass wir generell Lebensentwürfe oder Ideen von allen Ecken und Enden auch kennenlernen können. Und aber eben auch durch die Kolonialisierung und alles hat sich das so weit einfach verbreitet, auch jetzt schon überall hin. Und ist eigentlich auch schon an ganz vielen Orten dadurch zu Norm geworden und durch die Kolonialisierung oft auch aufgezwungen worden. Dann bleibt jetzt noch die Frage, wo begegnet uns denn Amatonormativität so im Alltag und so? Ja, also ich weiß nicht, ich würde erstmal sagen, natürlich, wenn wir mit anderen Leuten sprechen oder ich zumindest zum Beispiel, keine Ahnung, dieses typische Beispiel, worüber wir eh schon mal geredet hatten in der Folge, sind so Familienfeiern, wo auch mal einfach Annahmen kommen von anderen Leuten, wie mein Leben ausschaut oder wie mein Leben ausschauen wird oder auch sonst, wenn ich mit Leuten rede. Ich hatte einmal mit einer Person zusammengearbeitet an einem Projekt, die gesagt hat, ja, und dann wirst du ja irgendwann, zu dem Zeitpunkt wirst du schon einen Freund haben oder so und mit dem da und da in einer Wohnung wohnen wahrscheinlich und so. Ja, das beispielsweise. Sonst aber auch überall rundherum eigentlich, weil so viel davon ausgegangen wird einfach, dass ein Mensch in einer romantischen, exklusiven Partnerschaft lebt. Wie sieht's bei euch aus? Ich kann mich daran erinnern, dass ich mich ständig rechtfertigen musste, warum ich eigentlich nicht auf Partnersuche bin, besonders meiner Großmutter gegenüber. In der Examenszeit ging das so weit, dass sogar der Vater von meinem Mitbewohner meinte, ich bräuchte unbedingt eine Beziehung. Ich weiß nicht, was denen das anging. Interessant finde ich, dass mit über 40 die Erkundigungen erheblich seltener wären, als wäre man ein hoffnungsloser Fall. Ich hatte das mal, als ich die Mutter einer angeheirateten Tante von mir kennengelernt habe, also nein, ihr zum zweiten Mal begegnet bin eigentlich, auf einer Familienfeier, auf einer Taufe letztes Jahr, da war irgendwie auch das Erste, was sie mich gefragt hat. Also sie war voll nett, sie wollte halt mit mir reden und in Kontakt kommen, aber irgendwie war das, was ihr eingefallen ist, wo sie gedacht hat, da habe ich sicher was dazu zu sagen, ob ich denn einen Freund hätte.
was erstmal irgendwie eine heteronormative Grundannahme ist und dann halt auch noch eine sehr amatonormative, würde ich sagen. Diese Annahme kenne ich auch sehr gut. Bei mir ist es dann irgendwann darauf hinausgelaufen, dass ich dachte, okay, eigentlich müsste ich jetzt in irgendwen verliebt sein. Also habe ich mir wen ausgesucht, als ich kleiner war und jünger war und kleiner. Und habe dann gesagt, ich wäre in eine der zwei männlichen Personen, die ungefähr in meinem Alter waren, verliebt und dass ich die Person dann später heiraten würde. Obwohl es dann gar nicht irgendwie verliebt sein war, aber die Annahme, ja, muss ich ja sein. Das kenne ich auch. Also ich hatte mir auch einmal quasi einen Crush. Also ich dachte damals, das funktioniert de facto so. Ich habe mir eine Person ausgesucht, die jetzt nicht übel war und habe gesagt, ja, die bin ich jetzt verliebt. Dann habe ich das ein paar Leuten erzählt und dann war es das wieder. Und später habe ich dann herausgefunden, dass das nicht das ist, wie es funktioniert eigentlich. Oder dass es nicht das ist, was Menschen meinen, wenn sie einen Crush haben oder so. Oder erleben. Also bei mir war es so, also erstmal am Anfang habe ich auch immer überlegt, wen könnte ich mich denn verlieben? Ich müsste mich ja mal verlieben. Und ich bin ja demiromantisch. Mit 19 zum Ende der Schulzeit habe ich mich dann tatsächlich in jemanden verliebt. Und da war die amatonormative Vorstellung, yeah, jetzt heißt es geschafft, jetzt läuft es richtig, ich habe einen Freund, so muss das ja sein. Aber so richtig glücklich war ich auch nicht. Was ich vielleicht noch habe, ist, wenn, also das dann immer eine Freundin von mir hat vor jetzt schon ein paar Jahren, 2 Jahren, glaube ich, oder 3 bald, ich bin mir gar nicht sicher, geheiratet. Und da ist mir das zum ersten Mal so, also es haben schon vorher befreundete Personen von mir geheiratet und ich hatte das schon vorher erlebt, aber da ist mir, da habe ich das dann sehr stark wahrgenommen, dass es plötzlich so ganz normal war, weniger Kontakt zu haben oder nicht. Und mir war klar, dass da weniger Kontakt da sein wird, aber mir war nicht klar, um wie viel weniger. Und mir war auch, also mir war bewusst, dass das gesellschaftlich so eine Selbstverständlichkeit hat zu dem Zeitpunkt schon, aber mir war nicht bewusst, wie hart das eigentlich ist. Also es war noch nicht so krass, noch nicht so bei mir angekommen einfach, wie selbstverständlich das ist. Und wenn ich irgendjemandem sage, ja, dass bewegt mich irgendwie, auch wenn das nicht total okay ist, dass sie eine Priorität setzt, woanders und so, für mich. Aber es halt trotzdem schwierig ist für mich, dass dann so sagt, ja, das ist halt so und das muss ja auch so sein. Und dass das oft einfach so diese Selbstverständlichkeit hat und da nicht der Raum ist zu sagen, hey, aber eigentlich würde ich mir da schon was anderes wünschen. Oder ich würde mir zumindest war das irgendwie verständlich? Ich glaube, ich habe mich gerade ein bisschen im Kreis geredet. Ich glaube schon, vielleicht trifft das auch ein bisschen, was ich nochmal als Beispiel bringen wollte. Ich wollte nochmal darauf eingehen, auf meine erste Beziehung. Was mich nämlich nicht glücklich gemacht hat, waren die Annahmen, die damit einhergingen. Nämlich, als wir dann zusammengekommen sind, hieß es, ja, und mit 25 werden wir dann heiraten. Und dann wollte meine Partnerperson so gerne 3 Kinder haben. Und dies und das und ein Bauernhof und ich sollte mich doch bitte ein bisschen weiblicher geben. Und auch von rundherum von einigen Leuten kamen so Erwartungen, warum haltet ihr denn nicht Händchen? Warum sitzt du denn bei deiner Partnerperson da nicht auf dem Schoß? Warum kuschelt ihr denn nicht, während wir da im Jugendtreff sind und solche Sachen? Und ich dachte, nee, ich möchte nicht. Also nein. Wenn dann alleine, aber nein. Das ist so Sachen, die mich unmöglich gemacht haben, diese ganzen Erwartungen, wie ich denn das jetzt zu handhaben soll. Und also Verliebtheit hin und her ist wunderschön, aber wenn dann Erwartungen dazu kommen, die man nicht erfüllen kann und möchte, ja. Das solltest du ja auch nicht müssen. Also es sollte ja eigentlich jede Partnerinnenschaft und jede, auch romantische Beziehungen sollten eigentlich viel mehr oft geschaut werden, was möchte ich, was sind unsere Erwartungen, was möchte ich vielleicht nicht von den Vorstellungen, die oft verbreitet sind. Also ich glaube, da täten viele Leute gut daran, da noch ein bisschen mehr über ihre eigenen Bedürfnisse zu reflektieren, weil manchmal merkt man dann vielleicht,
ja, das passt voll, oder nein, der Teil passt mir eigentlich nicht so gut. Und wenn es wem passt, umso besser, aber wenn es wem nicht passt, muss die Person oder müssen diese Personen ja nicht versuchen, total diesem Bild zu entsprechen. Selbst wenn sie eine romantische Beziehung führen. Vielleicht als Idee, wir haben im Prinzip diese Frage auch an euch Community weitergegeben und ich möchte mich an der Stelle schon mal bedanken, dass ihr wieder so zahlreich geantwortet habt. Wollen wir da vielleicht mal ein Beispiel vorlesen? Ja, klar. Ich kann gleich ins Vorlesen, wenn ihr möchtet. Und zwar hat uns eine Person geschrieben, von vielen Menschen Sachen gehört wie, du solltest unbedingt eine romantische Beziehung verfolgen. Ich habe das Gefühl, insbesondere männliche Freunde betrachten eine Beziehung als ein Achievement, das ihre gesellschaftliche Wertigkeit erhöht. Single sein ist ein Mangelzustand. Irgendwann triffst du eine. Tut mir so leid für dich, dass du keine Freundin hast, etc. Oder eben neulich. Wenn ich darüber spreche, dass ich eigentlich einen viel zu großen Wohnraum für mich alleine habe und die Person nur antwortet, aber du wirst ja nicht immer alleine leben. Ich dachte mir nur so, was macht dich so sicher? Derzeit sehe ich das als das wahrscheinlichste Szenario und ich weiß gar nicht, ob ich dauerhaft eine andere Person als Mitbewohnerin haben will. Mein gesamtes soziales Umfeld sagt mir, ich sei auf einem Einbahngleis, dass die Haltestelle Beziehung, gemeinsam wohnen, heiraten, Kinder, Enkelkinder und Tod hat. Ich aber aktuell meine Fahrt nicht fortsetzen kann, weil ich auf dem Abstellgleis namens Single-Leben stehe und erst der andere Zug namens Partner erscheinen muss für die Doppeltraktung. Da fällt mir als erstes ein Begriff zu ein, und zwar der Begriff Singleism. Ich erkläre mal kurz, was das ist. Das meint, dass unter Singleism wird verstanden, die Stereotypisierung und Stigmatisierung von Menschen, die alleinstehend sind, sowie deren Diskriminierung. Und im Prinzip ist es, was die Person beschreibt, ist genau das, dieses Singleism. Ja, also dass Single-Sein auch als Mangelzustand gesehen wird, dass das weniger wert ist oder weniger gut ist oder weniger glücklich sein soll, was ja auch nicht stimmt. Und wo dann einfach auch andere Achievements irgendwie nicht mehr zählen. Da hatten wir vor ein paar Folgen auch den Begriff Heterotemporalität, womit wir die ganzen Meilensteine gemeint haben, die so in einem Allo-Allo-Cis-Hetero-Leben oft so der Fall sind, aber die dann halt auf viele queere Personen oft nicht zutreffen in der Form. Und das trifft hier ja einfach auch generell Singles, also in dem Fall nicht nur queere Personen, weil einfach, wenn jemand rausfällt aus dieser üblichen Lebensweise oder Lebensform, dann wird die Person dadurch ja abgewertet und als weniger wert gesehen oder als unglücklich und das Leben geht nicht weiter. Und das finde ich auch recht daneben. Nach meinen Beobachtungen leben wir allgemein in einer Gesellschaft, die den Wettbewerb und den Erfolg feiert. Und Glück beim Suchen und Finden der Liebe wird eben auch als Maßstab für Erfolg gesehen. Man muss einfach mal gucken, wie viele Manager, obwohl die ganz wenig Zeit haben, keine Frau und keine Kinder haben. Es werden wahrscheinlich sehr wenige sein. Irgendwie scheint Ehe und Familie da auch ein Statussymbol zu darzustellen, was zu erfolgreichen Menschen dazugehört. Schade ist, dass aufgrund der Amatonormativität mangelnder Erfolg beim Suchen und Finden der Liebe oder eben das ausbleibende Interessen für diesen Lebensbereich durch nichts anderes kompensiert werden kann. Da gibt es Menschen, die sind beruflich wahnsinnig erfolgreich, die sind in ihren kreativen Tätigkeiten wahnsinnig erfolgreich, die haben ein hohes soziales Kapital, was sie einfach in der Gesellschaft bewirken können. Und trotzdem besteht die Annahme, ja, ihr Leben ist nicht so gut gelaufen, weil sie halt alleine leben.
Und wir blenden einfach weitestgehend die Überlegung aus, dass das Alleineleben vielleicht das Beste sein kann, was diesen Menschen passieren konnte. Ich glaube zum Beispiel auch, dass mein Vater glücklicher gewesen wäre, hätte er sein Leben alleine gelebt. Leider hat ihm das 1970, als er meine Mutter kennengelernt hat, keiner gesagt. Und jetzt kann ich ihn aufgrund gewisser gesundheitlicher Dispositionen nicht mehr danach fragen. Ja, also ich glaube, da wäre es auch gut, wenn wir als Gesellschaft lernen könnten oder einfach sehen könnten mehr, dass einfach unterschiedliche Personen verschieden sind und deswegen auch auf verschiedenen Wegen glücklich sein können und nicht für alle dasselbe das ist, was sie glücklich macht. Ja, da passt dann auch zu, oder meint auch, nur weil für zum Beispiel meine Mom ihre Beziehung das vielleicht das Beste ist, was ihr passiert ist, oder sie ihre Beziehung zu meinem Vater gerne mag und sich vielleicht wünscht, dass ich auch sowas erleben würde, muss es ja nicht heißen, dass es für mich das Beste wäre oder das, was mich glücklich macht. Das ist ja einfach ganz verschieden und ich habe manchmal das Gefühl, manche Leute können sich das einfach überhaupt nicht vorstellen, dass andere Lebensmodelle auch glücklich machen und ja, wollen vielleicht nicht immer bewusst an zum Beispiel Single sein oder allein sein abwerten, aber dieses Unvermögen, sich das selbst vorzustellen, führt manchmal dazu. Ja, voll. Also ich finde, zu dem, was du gesagt hast, passt auch was, was ich, glaube ich, auch jetzt schon öfters erzählt habe, dass ich mal die Situation gehabt habe, wo ich einfach in einem Raum mit, glaube 4 oder 5 erwachsenen Frauen tatsächlich in dem Fall gesagt habe, ich werde vielleicht nie einen Freund oder Kinder haben. Da war ich noch ein bisschen jünger, ist ein paar Jahre her, aber ich hatte schon so die Ahnung, oder es ging schon so in diese Richtung, dass sich das in mir gefestigt hatte, mehr oder weniger. Und dann sage ich eh schon vielleicht, aber den Effekt, den das hatte, war einfach, dass sich die Personen, die 5 Personen in diesem Raum zu mir umgedreht haben und mir erklärt haben, dass ich meine Meinung schon noch ändern werde und wie toll ihr Leben mit Familie und Partner doch ist. Ja, da glaube ich auch, dass das sehr viel mit Unvermögen zu tun hatte, sich vorzustellen, dass es denn anders sein könnte und dass andere Leute anders glücklich werden könnten, aber darum finde ich auch Aufklärung darüber auch so wichtig. Es fällt ja in dem Zusammenhang sehr schnell der Begriff der internalisierten Arofeindlichkeit. Ich plädiere immer dafür, das sehr vorsichtig einzusetzen. Man kann Leuten kaum vorwerfen, wenn sie einfach nicht wissen, dass es andere Orientierungen gibt. Genauso wie man Leuten nicht vorwerfen kann, dass sie nicht wissen, dass es eine Farbe gibt, die sie noch nie gesehen haben. Und solange wir Begriffe benutzen oder Formulierungen wie alle Menschen wollen und alle Menschen sehnen sich nach, ist das natürlich ungewöhnlich, wenn man jemanden trifft, der eben diesem Glaubenssatz nicht entspricht. Und wenn diese Menschen wüssten, dass es eben Aromantik gibt, dass sie in einer amatonormativen Gesellschaft leben und dass es gute Gründe gibt, diese Ideologie, wie ich sie nenne, anzuzweifeln, dann wären die auch offener für alle Lebensmodelle. Aber solange der Glaubenssatz herrscht, alle Menschen wollen und alle Menschen sehnen sich nach, kommt dann auch schnell mal die Formulierung, du wirst schon noch, ohne dass das irgendwie böse gemeint ist. Ja, natürlich, aber trotzdem muss man Menschen quasi sagen, dass das nicht gut ist und dass das auch verletzend ist. Und gerade dieses Du wirst so noch, das Problem damit, das beginnt ja nicht dort, wo man es vielleicht Arofeindlichkeit nennt, sondern meiner Ansicht nach beginnt dieses Problem bei Du wirst schon noch, keine Ahnung, dich verlieben, den richtigen finden, Kinder kriegen. Was auch immer, setze ein, was du magst. Es ist eigentlich egal, was man da einsetzt. Auch du wirst schon noch dein eigenes Haus kaufen, obwohl du das eigentlich gar nicht willst. Um ein ganz anderes Beispiel zu nehmen, das vielleicht weniger vorkommt.
Aber das Problem, das ich da sehe, ist, dass eigentlich Menschen ihre eigene Erfahrung abgesprochen wird, ihr eigenes Erleben und ihre eigenen Entscheidungen, obwohl sie gerade etwas anderes geäußert haben. Und ich verstehe schon, dass das schwierig ist und ich sehe das halt, ich stimme voll zu, dass manchmal ist das nicht bewusst und es fehlt einfach oft an dem Wissen und es fehlt oft an, ja, an dem Vorstellungsvermögen, dass es auch anders sein kann. Und ich glaube, da müssen wir auch gar keine böse Absicht unterstellen oder so. Oder ich wäre an dem Punkt mit der bösen Absicht sehr vorsichtig. Aber da drücken sich eben sehr strukturelle Muster aus. Und dass die Menschen noch nicht davon gehört haben und das nicht wissen, hat ja auch Gründe. Und da würde ich dann trotzdem ansetzen. Und es wäre wahrscheinlich generell gut, wenn wir uns eben überlegen würden, wenn jemand etwas sagt, was unseren Vorstellungen nicht entspricht oder auch was meinen Vorstellungen nicht entspricht, wenn ich dann nicht gleich sage, oh Quatsch, das wird sich alles noch ändern, sondern wenn ich reagiere mit, oh interessant, was du da erzählst, ich erlebe das nicht so. Ich würde auch sagen, nochmal bezogen auf das mit der Arofeindlichkeit, dass zumindest für mich macht es einen Unterschied, ob ich einer Person sage, du bist arofeindlich oder du hast etwas Arofeindliches gesagt, weil nur weil die Person etwas unabsichtlich Verletzendes sagt, macht es die Aussage ja nicht weniger verletzend. Deswegen, also finde ich schon, ich kann sagen, hör mal, das, was du gesagt hast, das hat mich verletzt, das verletzt vermutlich andere. Und dann, ja, ist das was zumindest für mich anderes, als jetzt zu sagen, du bist arofeindlich. Und genau, ja, weil wir leben halt einfach in einer Gesellschaft, wo wir so sozialisiert werden. Wir haben überall Amatonormativität, überall Allonormativität. Und dadurch passieren uns allen Aussagen und Gedankenmuster, die ja in irgendeiner Weise normativ sind. Total. Und darauf hinzuweisen, finde ich dann, ja, finde ich gut und finde ich für mich persönlich auch sehr hilfreich, wenn mir das gesagt wird, weil dann kann ich es ändern. Man muss es halt richtig machen. Also die Aussage, du bist, ist wahrscheinlich selten gut, aber ja. Ich glaube, wir würden uns das Leben leichter machen, wenn wir uns ganz allgemein von Formulierungen wie alle Menschen wollen oder alle Menschen sehen sich nach verabschieden. Auch wenn das manchmal so an die Grenzen unserer Vorstellungskraft geht. Es gibt beispielsweise auch Menschen, die nicht gerne in Urlaub fahren, was für viele andere Leute unfassbar ist. Es gibt Menschen, denen reicht ein Schreibtischjob, die wollen tatsächlich nicht Karriere machen. Und ich zum Beispiel, was für mich eine große Herausforderung ist, muss akzeptieren, dass nicht alle Menschen Science-Fiction-Romane lieben. Und das ist etwas, mit dem ich klarkommen muss und was so die Grenzen meiner Vorstellungskraft ganz schön herausfordert. Ja, da stimme ich dir total zu und ich glaube, ich würde jetzt noch eine Antwort vorlesen, weil die nächste Person ziemlich viel aufgelistet hat, wo uns so generell Amatonormativität begegnet. Und weil wir ja gerade auch gesprochen haben von der ganzen Welt, die uns da beeinflusst und auch rundherum ist und da ist diese Antwort, glaube ich, sehr gut und passend. Die Person hat geschrieben, viel, ich liste mal auf. Die komplette Akzeptanz, dass man befreundeten Personen einfach nicht mehr so oft sieht, seit sie die in der Beziehung sind. Schon ab der Grundschule das Fragen von Erwachsenen, hast du denn schon einen Freund, eine Freundin? Sobald man in einer Hetero-Beziehung ist, ein, oh, wann kriege ich dann meine Enkel? Sobald meine Beziehung länger als eine arbiträre hat nicht lang gehalten Zeit, kommt die Frage von allen Richtungen und wann heiratet ihr oder wann zieht ihr zusammen? Sollte so ein Zusammenziehen erfolgt sein, wird die Heiratsfrage natürlich präsenter. Wenn man mit einer befreundeten Person des anderen Geschlechts zu zweit unterwegs ist,
wird davon ausgegangen, dass man ein Pärchen ist. Teilweise gibt's auch unaufgefordert so, boah, ihr passt aber gut zusammen, Sprüche. Natürlich kann man auch in Richtung Gesetzgebung gehen, Eheschließung, Steuervorteile, bis vor kurzem noch pur hetero, aber auch jetzt immer noch ein exklusives One-on-One-Ding. Als kleine Kinder spielt man Mama, Papa, Kind. In Filmen ist Mann trifft Frau, sie verlieben sich, Happy End, das ultimative Klischee. Der Prinz trifft die Prinzessin. Natürlich werden sie vom König irgendwann verheiratet. Die ganze Hochzeitsindustrie, Brautmoden, das ganze Trara, das darum gemacht wird. So seltsame Brauchtümer, wie dass man vor dem Rathaus die Treppe kehren muss, wenn man mit x Jahren noch Junggeselle ist. Oder irgendwo gibt's auch einen Brauch, dass man mit Zimt überschüttet wird. War jetzt eine ganze Menge, finde ich, was die Person da aufgelistet hat. Ja, aber einiges erkenne ich zum Beispiel wieder. Also Mutter, Vater, Kind spielen, das gab es bei uns auch immer. Ich habe dann immer gesagt, ich spiele den Hund. Ja, ich auch. Ich habe immer Hund gespielt. Es dürfte ein, ist es ein Aruspekt-Ding? Ich weiß es nicht. Ich muss das rausfinden. Keine Ahnung. Machen wir eine Feldstudie. Ich will halt keine Mutter sein. Ja, ich auch nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe immer den Vater gemacht, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ist schon zu lang her und mein Gedächtnis dafür zu schlecht. Ich weiß, dass ich sehr oft den Hund gespielt habe, manchmal das Kind. Aber was mir auch auffällt, ja, ich habe sehr viele männlich gelesene, befreundete Personen. Und immer wenn ich nur mit einer Person von ihnen zusammen bin, ist das automatisch meine Partnerperson. Also ganz ehrlich, ich hätte eine ganze Menge Männer. Das habe ich doch schon ganz gut gemacht, oder? Lebt in einer sehr tollen Polybeziehung. Ja, das muss ich jetzt Ihnen nur noch erklären. Ja, genau. Das ist, glaube ich, nicht das, was damit gemeint ist. Nee, aber ja, das ist ja wirklich so, dass man ganz schnell also gerade wenn man irgendwie hetero gelesen werden kann, wird man ja ganz schnell als Pärchen gelesen. Oder wenn man nicht verpartnert ist, dann dieses eben, was die Person auch geschrieben hat, ihr passt gut zusammen und warum seid ihr denn nicht verpartnert oder sowas? Es geht auch zu dritt. Dann wurden wir einfach gefragt, und wer von euch ist jetzt das Pärchen? Oh wow. Ne? Auch nicht schlecht. Vielleicht lese ich mal noch unsere nächste Antwort vor. Die passt auch ziemlich gut dazu. Da schreibt eine Person, auf Familienfesten wird nach einem Freund gefragt, der scheinbar nach allgemeiner Meinung bald in mein Leben treten soll. In der Grundschule kam oft von Gleichaltrigen die Frage nach einem Crush, gefolgt von "Lüg dich, es kann nicht sein, dass du in niemanden verliebt bist." Die Person ist Arrow Ace Agender. Ja, und dann wundert man sich, dann wundern sich Leute, wenn irgendwann Leute, die keine Crushes haben, anfangen, sich Crushes auszudenken. Oder einfach auszuwählen, weil so scheint es ja dann zu funktionieren, wenn man nicht keinen haben kann oder so. Gut. Ja, das ist dann quasi, du wirst aufgefordert zu lügen, weil die Wahrheit, die du sagen kannst, kann ja keine Wahrheit sein. Passt so ein bisschen zu meinem Beispiel von eingangs, dass ich mir ausgesucht habe, in wen ich verliebt war, weil ich einfach dachte, ich müsste es sein. Und in keine Person verliebt zu sein, kann ja nicht die Wahrheit sein. Ich kenne eine Abwandlung davon. In Teenager-Tagen wurde ich immer gefragt, also die Frage wurde an alle beteiligten Personen gestellt, auf welchen Schauspieler oder Schauspielerin, zumindest war es ein sehr queerer FreundInnenkreis, im Sinne von, dass wir wirklich, also mit mir sogar asexuell, wir wussten es damals nur nicht, alles vertreten hatten. Und dann wurde eben gefragt, auf welche SchauspielerInnen wir denn so stehen. Und ich habe dann einfach die Person genannt, dessen Namen ich mir merken konnte. Ging auch. Auch eine sehr gute Idee. Also, als ich dann später älter war, gab es dann eine, ja, damals habe ich sie nicht als Freundin bezeichnet, aber eine Person in meinem Umkreis, mit der ich auch zu tun hatte öfters, eine Cousine von einer Freundin von mir, die auch sehr interessiert daran war, wer in wen verliebt ist, und
die hat mir dann, aber da war ich schon 16 Jahre alt, da hat sie dann mal gesagt, ja, du bist die einzige Person, von der ich glaube, dass sie noch nicht verliebt war oder dass sie nicht verliebt ist. Und das war auch irgendwie, also ich habe da nie so drüber nachgedacht, aber ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht, weil wir wieder über Crushes und Crushes ausdenken gedacht haben, geredet haben. Und das hat dann sicher auch dazu geführt, dass ich mich damit recht einsam gefühlt habe im Endeffekt. Weil das ja auch eine Aussage ist, das haben eigentlich alle. Und dir glaube ich das jetzt zwar, aber alle anderen haben das ganz sicher, jeder hat das. Das war bei mir tatsächlich im Freundeskreis, wenn ich so nochmal drüber nachdenke, gar nicht so krass. Also Familie und Familienfeiern, da war das immer, ja, in wen bist du verliebt und so. Aber mir ist eben aufgefallen, im Freundeskreis spielte das gar nicht unbedingt so eine Rolle. Mag auch daran liegen, dass wir herausgefunden haben, dass mindestens drei Personen inklusive mir auf dem Ace-Spektrum und Aro-Spektrum sind. Wow. Weshalb da, ja, wenn ich halt bei so Themen nicht so mitgeredet habe, das so ganz okay war und auch nicht jedes Mal nachgefragt wurde. Kurioserweise, die Frage, die öfter gestellt wurde, war, wenn es irgendwelche Probleme in den Beziehungen gab, was ich denn meine, was ja, Mensch da tun könnte. Wow. Das so viele Personen, die auf dem Ace- und Aro-Spektrum sind oder Aro-Spektrum sind, das ist viel. Also wir haben auch, oder ich habe auch festgestellt, dass von meinem ehemaligen Freundeskreis oder von, ja, Leuten, mit denen ich auch mehr zu tun hatte, die ich damals vielleicht auch nicht direkt als FreundInnen bezeichnet hätte, auch einige queer sind und wir es damals halt nicht wussten. Und oder uns auch nicht gesagt haben zu dem Zeitpunkt aus anderen Gründen, aber auf dem Ace-Spektrum ist nur eine Person, soweit ich weiß, also von denen. Ja, ist bei mir tatsächlich, meine Cousine und ich haben ungefähr die gleichen Label. Also wir sind beide Aro-Ace, bei Gender kleines bisschen unterschiedlich, aber wir sind schon immer gut befreundet gewesen und dadurch hatte ich dann immer eine Person dabei, der es sehr ähnlich ging. Das ist Das ist ganz cool, nice. ja. Dazu muss ich sagen, finde ich erstmal super, weil ich merke ja wieder der Altersunterschied, dass es bei euch schon bekannt war, bei mir und definitiv auch bei Gregor, war das ja noch nicht bekannt. Deswegen bin ich nach wie vor froh, dass bei mir überhaupt eine Person erkannt hat und mich nachgefragt hat, bist du dir sicher, dass du Sex magst? Aber wir hatten halt noch keinen Begriff dafür, dass quasi mein Ace-Sein von einem einzigen Menschen mehr oder weniger schon erkannt wurde. Also bei mir war das nicht bekannt. Bei mir auch nicht. Es ist im Nachhinein erst aufgefallen. Ich habe den Begriff auch erst mit, ich glaube, 21 gefunden. Und dadurch, dass ich ihn gefunden habe, hat meine Cousine davon gelernt. Und also das heißt, vorher war es nicht bekannt, aber irgendwie war halt das Erleben ähnlich. Und dadurch war es dann nicht ganz so viele amatonormative Fragen und so im Ich Freundeskreis. habe den Begriff auch erst mit 22 kennengelernt. Ich meine, ich kenne jetzt jüngere Leute, die den Begriff viel früher kennen und das finde ich auch sehr cool. Aber ich habe den auch erst mit 22 kennengelernt und diese eine Freundin von mir, die ist auch nicht, also die ist zwar ist auf dem Spektrum und das finde ich voll cool. Oder wahrscheinlich auf dem Spektrum und ich habe jetzt auch einige andere befreundete Personen, von denen ich weiß, dass sie. Also eine ist, nee, zwei davon sind Ace, aber die habe ich auch erst später kennengelernt. Um vielleicht nochmal zurück zum Thema zu kommen. Wir hatten noch in der Vorbereitung überlegt, wo uns Amatonormativität noch so begegnen könnte. Vielleicht sprechen wir da nochmal kurz drüber. Ja, also zum Beispiel würde ich sagen, wenn bei Veranstaltungen oder zum Beispiel Hochzeiten sich die es möglich ist, plus eins, also eine Person mehr mitzubringen, eine Partnerperson mitzubringen, wo halt auch davon ausgegangen wird, dass eine Partnerperson existiert schon mal. Was, also da stellt sich mal die Frage, was mache ich, wenn ich mehr als eine habe? Oder auch, was mache ich, wenn ich einfach keine habe und keine will? So, ja, dann, wenn ein
Freundeskreis existiert, der sehr viel sich mit dem Thema beschäftigt, dann gibt es natürlich auch viele Gespräche über romantische Themen, was für sich ja jetzt auch schon mal nicht schlecht ist, aber halt auch den Raum, den das einnimmt in vielen Fällen und dass andere Lebensentwürfe dann oft nicht beachtet oder nicht bekannt sind, führt halt dann auch schon zu einer starken, ich glaube, Unsichtbarmachung einfach auch. Ja. Ja, und wir hätten da auch noch so zum Beispiel der Valentinstag ist sicherlich ein gutes Beispiel, weil das einfach so der Tag im Jahr ist, wo romantische Beziehungen nochmal hervorgehoben und ja, geradezu glorifiziert werden und überall gibt es Angebote dazu und überall hört eins davon und wie glücklich denn Leute in Beziehungen sind und ja, überall lächelnde Menschen, die zu zweit meistens mit Blumen abgebildet sind, was es dann ja auch nochmal sicherlich schwieriger macht für Leute, die eben keine Beziehung haben oder auch keine wollen, weil es dann ja auch wieder so wirkt, als wäre alles andere vielleicht weniger wert, aber vor allem als wäre Person dann weniger glücklich. Ich habe übrigens nachgeschaut, es gibt einen internationalen Freundschaftstag, der ist am 30. Juli. Man sieht vielleicht im Vergleich, wie sehr der gefeiert wird, den ich bis jetzt noch gar nicht kannte und wie bekannt der Valentinstag ist. Hinzu kommt auch noch, dass Aromantik in den Filmen, Büchern und Serien, wenn überhaupt bekannt, dann sehr negativ besetzt ist und weitgehend im Augenblick noch die positiven Figuren aromantischer Menschen einfach fehlen. Wenn wir beispielsweise den Satz hören, du hast nie geliebt und du wirst nie lieben, denken wir entweder an den Bösewicht aus einem Thriller oder sogar an das Monster aus einem Horrorfilm. Aber uns würde aktuell gar nicht in den Sinn kommen, dass das auch eine Person ist, die das Leben im Griff hat, die sich wertvoll in die Gesellschaft einbringt und die einfach andere Lebensthemen hat als das Suchen und Finden der Liebe. Und deshalb kann ich immer nur dazu animieren, einfach positive Beispiele zu finden, auch davon zu erzählen. Und wenn die Menschen einigermaßen mit sich im Reinen sind, auch eben ihre Erfahrungen irgendwie öffentlich zu machen, denn sonst kommen wir einfach bei der Erforschung der Aromantik nicht weiter. Weißt du, woran ich dabei denke, bei dem Satz, du hast nicht geliebt und du wirst nie lieben? Ich denke da lustigerweise immer an Beziehungsdrama, an so einen Trennungsstreit oder so, wo sie sich gegenseitig Vorwürfe machen. Aber ich stimme dir voll zu, es ist kein sehr positiv besetzter Satz und wenn irgendjemand eine Person als liebesunfähig oder nicht liebend beschreibt, was ja oft auch Aros zugesprochen wird, obwohl, ich meine, ja, es spricht nichts dagegen, auch mit dem Begriff Liebe nichts anzufangen zu können oder zu sagen, ich liebe nicht in so oder so, oder ich kann damit einfach nichts anfangen oder es beschreibt meine Gefühle nicht. Aber oft wird ja auch Aros direkt zugeschrieben, dass sie einfach keine Gefühle empfinden, einfach nicht lieben oder auch einfach keine positiven Gefühle gegenüber Leuten empfinden. Und das ist ja auch Quatsch im Grunde. Das Ganze geht noch einen Schritt weiter. Also gerade wenn man wie ich aufgrund des Geburtsdatums die Aromantik sehr spät im Leben entdeckt hat. Es kommt auch immer wieder zu Fehldeutungen der eigenen Orientierung, solange man eben diese Begriffe nicht kennt. Ich habe eben zum Beispiel gemerkt, dass ich mich gefreut habe, mal einen Erfolg zu haben bei der Partnersuche und dann dachte ich, ja, was fängst du jetzt damit an? Und irgendwie ist mir da wenig eingefallen und dann war eben die Überlegung, habe ich in der Pubertät irgendwas falsch verstanden? Bin ich vielleicht doch verkappt homosexuell? Und das war es dann aber doch nicht.
Und der nächste Selbstdeutungsversuch, mit dem ich sehr lange gerungen habe, ist die Überlegung, ob ich vielleicht Alexithym bin. Das ist der griechische Begriff für eine Gefühlsblindheit. Und das hat sich erst bei mir gelegt, dass ich eben gemerkt habe, dass die fünf von der Psychologie anerkannten Grundgefühle, zu denen Überraschung, die Liebe nämlich gar nicht gehört, bei mir prächtig funktioniert haben. Außerdem gelten alexithyme Menschen auch als ziemlich fantasielos und das kann man mir sicherlich nicht vorwerfen. Und da hat eben einiges gepasst und mir wurde einiges über mich selber klar, als ich dann endlich mit in dem Sommer, in dem ich 41 wurde, das erste Mal von Aromantik erfahren habe und mich im Sommer 2018 noch weitgehend auf englischsprachigen Seiten rumgetrieben habe, weil es das deutsche Forum noch nicht gab oder es sehr klein war. Ja, und der Trost für unsere älteren Semester ist einfach, dass wir zumindest noch zu unseren Lebzeiten erfahren haben, was mit uns los ist und uns noch ein paar Jahrzehnte bleiben, um Aufklärungsarbeit zu betreiben. Ja, wir haben in unserer Umfrage jetzt ja nicht nur nach Situationen mit Amatonormativität allgemein gefragt, sondern auch speziell nach Erfahrungen mit Amatonormativität in partnerinnenschaftlichen Beziehungen. Und danach, welche das so waren. Und ich dachte mal, Noah, wie sieht's bei dir aus? Hast du schon Erfahrungen mit Amatonormativität in Partnerinnenschaften gemacht? Also ja, im Prinzip habe ich das ja vorhin auch schon angedeutet. Also es waren halt Erwartungen von meiner Partnerperson, der ich da auch keinen Vorwurf draus mache, weil wir haben damals halt wirklich gedacht, es muss so. Und eben auch Erwartungen von außen. Also wie gesagt, Erwartung von innen war, wir sind ja quasi Mann und Frau. Also sollte ich mich doch bitte auch ein bisschen mehr wie eine Frau geben, bitte mal einen Rock anziehen, bitte mal ein bisschen bunter anziehen. Ich stand damals sehr auf alle Schattierungen von schwarz bis grau. Wahlweise ergänzt von Blue Jeans, das war's. Egal. Ja, irgendwie war das halt nicht meins. Und auch eben diese Vorstellung mit, dann heiraten wir und Kinder und dies und das. Und ich weiß nicht, ich habe damals gesagt, ich muss das einfach mitmachen und mich wird das schon noch irgendwie glücklich machen. Aber es hat mich nicht wirklich glücklich gemacht. Ich war zwar auch traurig, als die Beziehung auseinanderging, aber ich muss sagen, im Nachhinein war schon, glaube ich, ganz gut, dass das nicht gehalten hat. Ja. Ich denke, man kann ja trotzdem traurig sein, auch wenn vielleicht nicht alles perfekt war, aber so ein Partnermensch kann ja trotzdem ein Mensch sein, dem man nahe war und so und der ihm was bedeutet. Ich sollte vielleicht noch dazu sagen, dass mich das traurig gemacht hat, ist logisch, weil als demiromantischer Mensch, ich kenne romantische Anziehung und wenn die sich abbaut, das kann fies sein und das dauert. Aber es geht irgendwann wieder. Du hattest ja auch eine Bindung zu der Person. Ja. Mir fällt dazu noch ein, dass da auch die Erwartung damit verbunden ist, sich täglich zu sehen. Ich kann mich daran erinnern, dass die Freundin von meinem Mitbewohner zu Examenszeiten immer sagte, das ist doch das Wesensmerkmal einer Beziehung, dass man sich täglich sieht und das unterscheidet sie von Freundinnenschaften, was ich stark angezweifelt habe. Und ich habe es eben bei mir gemerkt, dass ich mich nicht wohl gefühlt habe mit der Situation, dass ein anderer Mensch täglich zumindest aber sehr regelmäßig meine Aufmerksamkeit eingefordert hat. Das hat dazu geführt, dass ich zum Beispiel regelrecht erleichtert war, als die Beziehung dann in die Brüche gegangen ist, obwohl ich derjenige war, der verlassen wurde. Gerade für Aro-Questioning-Leute denke ich mal, das ist auch ein gutes Indiz, wenn man tatsächlich nach einer Trennung erleichtert ist, weil beispielsweise ja der geregelte Tagesablauf und Alltag wieder eintritt und man sich darin sehr wohl fühlt, könnte das einfach ein Hinweis darauf sein, dass man sich auf dem aromantischen Spektrum befindet, aber auch nicht mehr als ein Indiz.
Ja, klar. Also es gibt ja auch andere Gründe, warum man erleichtert sein könnte über das Ende einer romantischen Beziehung. Aber klar, das kann auch ein Indiz sein eben. Was ich noch vorhin sagen wollte, ist, da stimme ich dir voll zu. Also wen täglich sehen zu müssen oder täglich, was weiß ich, für einen Kontakt haben zu müssen, das kann ja auch extrem anstrengend sein. Und ich wusste am Anfang nicht ganz, wie ich meine Antworten auf diese Frage so in Worte fassen soll, aber das ist zum Beispiel eine Sache, die ich auch erlebt habe. Ich habe mal eine Person gedatet oder zu daten versucht eine Zeit lang, und der wollte auch, diese Person wollte immer ganz viel Kontakt mit mir haben, in einem Ausmaß, das ich echt schon anstrengend fand und wo ich mir immer gedacht habe, ja, okay, und wo soll ich denn jetzt die Zeit hernehmen, dass ich mich mit der Person jetzt nochmal treffe und dass wir nochmal ein Date machen und dass wir das gar so oft machen und dass wir uns gar so oft sehen und wieso? Und ich glaube, dass es einerseits liegt das sicher an meinem Aro-Sein, aber andererseits glaube ich, dass es auch aloromantische Personen gibt, wo das zu viel Kontakt ist. Und ich denke, manchen romantischen Beziehungen tut das auch gut, wenn Menschen, die vielleicht nicht so das krasse Kontaktbedürfnis haben, auch sagen können, ja, wir machen das vielleicht anders oder wir führen vielleicht eine nicht so krass intensive, also gut, das ist jetzt wieder, das wäre die Annahme zu sagen, dass häufiger Kontakt automatisch zu einer stärkeren Intensivität führt. Das ist ja auch nicht wahr, darum sollte ich das vielleicht anders formulieren, aber auch für Pärchen in romantischen Beziehungen kann das ja mitunter für manche Menschen gut sein, zu sagen, wir führen jetzt nicht diese unter Anführungszeichen typische Beziehung, wir ziehen vielleicht nicht zusammen oder weil uns das vielleicht nicht gut tut. Da gibt es ja auch Pärchen, die das so machen, auch wenn das nicht dem gesellschaftlichen Bild entspricht oder nicht der Norm entspricht. Oder eben auch zu sagen, du, wir sehen uns nicht jeden Tag, sondern vielleicht nur jeden zweiten oder dritten oder wie auch immer es einem gefällt, vielleicht auch nur jede Woche oder vielleicht telefonieren wir zweimal die Woche und sehen uns einmal, keine Ahnung. Aber da finde ich, muss dann jeder schauen, wie es passt. Und da finde ich, ist dieses Bild, was du erzählt hast, dass sie sagt, das ist das Wesen einer Beziehung auch echt schädlich, auch für alle romantische Personen, die vielleicht nicht dieses krasse Nahbedürfnis haben oder auch nur stark oder auch einfach stark eingeschränkte soziale Energien. Ich will da vielleicht noch was zu sagen. Ich muss sagen, ich kann dieses krasse Nahbedürfnis zumindest ganz am Anfang nachvollziehen. Habe ich nämlich auch. Wenn ich richtig stark verliebt bin, wahrscheinlich schon an der Grenze zur Limerenz oder die Limerenz schon erreicht habe. Achso, Limerenz nochmal kurz, das ist starke Verliebtheit. Ja, soll an der Stelle erstmal reichen. Wenn ich das habe, dann habe ich dieses Bedürfnis, ich könnte 24/7 mit der Person zusammen sein. Wenn sich das aber langsam wieder abschwächt, diese romantische Anziehung, oder langsam in eine Bindung übergibt, dann habe ich das nicht mehr so krass und dann brauche ich auch wieder meinen Abstand. Deswegen ist der Tipp schon mal gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen, dass man dann auch mal guckt, wie oft muss man sich wirklich sehen. Aber am Anfang, also zumindest wenn ich jetzt besonders an die zweite Beziehung denke, die ich hatte, das war eine Fernbeziehung. Am Anfang haben wir uns zu wenig gesehen. Und dann irgendwann war es eigentlich okay. Also, dass wir uns nicht so oft sehen konnten, weil wir wirklich, ich sag mal, 4 Stunden Busfahrt auseinander lebten. Also Zugfahrt wäre genauso lang gewesen, aber Bus musste ich nicht umsteigen. Ja. Ich will da jetzt ja auch nicht sagen, dass irgendwas besser oder schlechter wäre, sondern einfach, dass wenn Personen unterschiedliche Bedürfnisse haben, es schädlich ist zu sagen, eine Beziehung muss so aussehen, also eine romantische Beziehung. Ich fände es besser, wenn wir ganz, ganz viele verschiedene Bilder von romantischen Beziehungen und auch anderen partnerinnenschaftlichen Beziehungen oder nicht partnerinnenschaftlichen Beziehungen eben akzeptieren würden und sagen würden, you do you. Solange es allen beteiligten Personen passt. Was das Thema alternative Beziehungsmodelle betrifft, kann ich als jemand, der als Kind noch die 80er erlebt hat, nur auf den Schlager verweisen, Keine Sterne in Athen. Der beginnt mit den Worten, 3, 4, 5 Mal in einem Monat haben wir uns nachts gesehen.
Und die Beziehung wird dann in eine Krise geführt, als dieses Pärchen gemeinsam Urlaub macht und zumindest der Mann feststellt, dass das viel zu viel Nähe ist. Und das ist so eine Formel, mit der ich mich persönlich sehr gut anfreunden könnte, vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch alloromantische Personen gibt, die vielleicht, also vielleicht nicht nur 4, 5 Mal pro Monat, aber vielleicht, wobei das ist eh schon einmal die Woche. Ja, dann kann ich mir vorstellen, dass es auch alloromantische Personen gibt, denen es so gehen könnte. Ich bin zwar nicht allo, aber so ein bis zweimal die Woche, wenn ich total verliebt bin, finde ich super. Aber jeden Tag schreiben. Am Anfang. Okay, aber das ist wirklich nur die Hochphase, sage ich mal, am Anfang. Aber wir haben ja auch ein paar Antworten, ne, dazu bekommen, wollen wir uns vielleicht damit mal beschäftigen. Ja. Ja, wie ihr vielleicht gemerkt habt, ich war gerade etwas still bei der Frage. Das liegt daran, dass ich einfach keine Erfahrungen damit habe, weil noch keine Beziehung. Mag vielleicht auch daran denken, dass ich dann Angst davor hatte, dass es halt sehr amato-allonormativ ist nachher. Aber die Antwort, die ich euch jetzt vorlese, die hat da ja ein paar mehr Gedanken dazu als ich. Und zwar, ich hatte mal eine Beziehung mit jemand, deren Familie sie regelrecht geächtet hat, als sie mit fast Mitte 30 noch keine Kinder hatte, und obendrein mit mir ein Partner, der sich offen geäußert hat, dass er auch keine Kinder möchte. Wir hatten uns eigentlich unter der Prämisse kennengelernt, dass sie auch keine möchte, aber scheinbar hat sie ihre Meinung dann doch geändert, da dies dann für sie zum Trennungsgrund wurde, der mir sehr spontan und schmerzhaft um die Ohren gehauen wurde. In einer anderen Beziehung sprach die Mutter meiner Partnerin immer mal wieder davon, dass ihre Tochter und ich ja heiraten könnten. Wir haben das beide immer lachend abgetan, aber es blieb schon sehr hängen, dass von elterlicher Seite da so eine Erwartungshaltung da war. Ich habe eine Freundin zum Bahnhof gebracht und draußen sprach mich einer dieser Klischee, ey, wir haben eine Band und verkaufen unsere CDs-Typen an. Da gab es dann, als meine Freundin an ihm vorbeilief und ich mich erfolgreich aufhalten ließ, den Wortwechsel: Oh, gehört die zu dir? Ist einfach eine gute Freundin. Die solltest du dir schnappen, ihr schaut voll gut zusammen aus. Witzigerweise ist mir so was Ähnliches nochmal passiert mit einer anderen Freundin beim Backpacken durch Schottland, als ein alter Schotte zu mir kam, als sie gerade kurz weg war, um einen Busplan zu studieren. Er fragte, ob sie meine Freundin sei. Ich meinte, wir wären nur Travel Buddies. Und er in schönstem schottischen Akzent, den ich jetzt Delphine nicht kann, also sorry dafür. You should keep her. Look at her. She's got fine ankles. Ich wundere mich heute noch, was mit dieser Fußknöchelsache bei den Schotten auf sich hat. Da stieß ich noch öfter drauf. Das von einer Person, die demisexuell und Grey romantisch ist. Ja, ich finde da irgendwie vor allem krass diesen Teil, wo die Person darüber schreibt, dass die Mutter der Partnerin immer darauf hingewiesen hat, sie könnten ja heiraten. Das ist so auch so ein, also wie die Person eh schreibt, so eine Erwartungshaltung. Und dabei denke ich mir, das geht eigentlich niemandem was an, außer die beteiligten Personen eigentlich. Ja, oder auch krass der Teil mit dem, dass die Person, die mit Mitte 30 noch keine Kinder hatte, von der Familie geächtet wurde. Das finde ich auch sehr krass. Und gerade von Familie, wenn du dich bisher mit deiner Familie gut verstanden hast, ist das sicherlich sehr schlimm. Und ja, auch wieder so eine Situation, wo es schön wäre, wenn die Gesellschaft einfach ja, verschiedene Lebensmodelle oder Wünsche akzeptieren würde. Voll, also da ist es halt auch echt, also ich kann mir vorstellen, dass es auch echt schwer ist, diesem Druck standzuhalten, aber umso schlimmer finde ich es trotzdem, dass das dann für die Person dann auch ein Trennungsgrund war, der eben der Person, die es geschrieben hat, so
krass dann eben um die Ohren gehauen wurde, wie sie schreibt. Ja, wollen wir noch die andere Antwort vorlesen, die wir uns da ausgesucht haben? Gerne, ich kann sie ja mal vorlesen. Und zwar steht da: Es wird immer davon ausgegangen, dass meine queer-platonische Beziehung romantischer Natur ist und dass ich keine weiteren Beziehungen mehr suche. Beides nicht wahr. Die Leute reagieren mit sehr viel Unverständnis, wenn ich von Partner meines Partners erzähle. Bist du wirklich nicht neidisch? Deshalb lasse ich es meistens. Ja, also der erste Teil, also dass queer-platonische Beziehungen als romantisch gelesen werden, das kenne ich auch und das ist auch was, womit ich mir schwer tue persönlich. Und was mich auch, also ich weiß nicht, es ist irgendwie seltsam. Es erinnert mich so ein bisschen an, so wie bei Dysphorie. Also ist ein blöder Vergleich, aber wenn Menschen mein Gender falsch lesen und mich falsch gendern, finde ich das schwierig, aber ich finde es halt auch schwierig, wenn sie meine Beziehung falsch einordnen und lesen und auch auf Erklärungen manchmal dann auch einfach nicht reagieren. Macht das Sinn? Denke schon. Ich habe gerade so ein bisschen versucht, das in Worte zu fassen. Ich finde das auch ein bisschen schwierig. Ich kann mir das schon vorstellen. Ich meine, bei mir sind es ja dann tatsächlich romantische Beziehungen. Aber wie gesagt, ich hatte ja auch das Erlebnis, dass mir quasi gewisse Elemente, romantische Elemente vorgeschrieben wurden. Das, also ich weiß nicht, ob das Dysphorie ist, aber es hat sich einfach für mich falsch angefühlt, weil es nicht, also intrinsisch war, nichts, was ich wirklich wollte. Und wenn dann nur gemacht habe, weil ich dachte, ich denke, das ging auch meiner Partnerperson so, manche Dinge einfach, weil wir dachten, wir müssen das so machen. Da war ich in meiner zweiten romantischen Beziehung besser, da war ich mit einer Person zusammen, die selber queer ist, muss ich dazu sagen, anders als ich, aber eben auch queer. Und da lief das viel natürlicher, weil von vornherein haben wir uns nicht wirklich an Konventionen gehalten. Und das war dann auch angenehmer. Voll, das kann ich, das glaube ich sofort. Ich meinte das mit der Dysphorie jetzt eher auch als Vergleich, weniger als es ist das, weil ich keine anderen Worte dafür habe bislang. Vielleicht wollen wir dann zur nächsten Frage übergehen, die wir in der Umfrage gestellt haben, oder? Also wir haben ja nicht nur nach diesen Erlebnissen gefragt, sondern auch, wie die Leute damit umgegangen sind. Was denkt ihr? Oder wie geht ihr mit solchen Situationen um? Ich frage mich wirklich, warum sich die Erkenntnis noch nicht durchgesetzt hat, dass Kinderlosigkeit und speziell Beziehungslosigkeit nicht nur ein Problem sein kann, sondern manchmal auch die Problemlösung. Es herrscht so bedingt durch die Amatonormativität auch das Vorurteil, jeder Mensch ist beziehungsfähig und jeder Mensch kann das und will das und vor allen Dingen jeder Mensch hat auch Erfolg bei dem Versuch, eine Beziehung zu finden. Und nichts davon ist richtig und manche Leute sind wirklich besser dabei weg, wenn sie eben keine romantische Paarbeziehung haben. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass das Fehlen einer romantischen Paarbeziehung auch viel Konfliktpotenzial aus einem Leben rausnimmt. Und in meinem Leben, gut, kann mich der Schlag treffen. Es können nahe Angehörige sterben oder ernstlich erkranken. Aber ich habe halt einfach viele Konfliktherde nicht, die andere Leute haben. Und weil mein Leben lange Zeit von Existenzangst und Existenzkampf geprägt ist, bin ich jetzt eigentlich auch ziemlich froh, dass ich ein langweiliges, aber auch gut planbares Leben habe. Bei mir würde ich sagen, ich hatte ja vorhin schon gesagt, also Erfahrungen mit Beziehungen an sich habe ich jetzt nicht, bisher nicht. Nur insofern, dass ich halt keine eingegangen bin, wahrscheinlich auch aus Angst. Ansonsten würde ich sagen,
habe ich Erfahrung nur aus Gesprächen mit anderen über diese Themen, wo ich dann aber eher ja sehr still gewesen bin oder immer noch bin und nur zuhöre. Ja, wobei im Moment oder mittlerweile stehe ich dem anders gegenüber. Also ich bin viel gefestigter in meiner Identität und mit meinen Labeln, dass ich auch ja dem Eingehen einer Beziehung nicht mehr so ja fast schon panisch entgegenstehe, weil ich mittlerweile weiß, okay, ich muss diese ganzen Sachen, von denen ich immer dachte, dass sie Pflicht sind, nicht machen oder muss das nicht fühlen, sondern kann das nach ja, meinen Wünschen und Bedürfnissen machen und der Person oder den Personen, die dann an der Beziehung beteiligt sind oder sein könnten. Genau. Cool. Ziel der Frage war ja auch ein bisschen so zu fragen, wie können wir damit umgehen mit solchen Situationen und was sind Tipps für andere, wie wir damit umgehen können. Und bei mir ist es so mittlerweile, wenn ich in eine doofe Situation komme, in der Amatonormativität eine Rolle spielt oder vor allem halt, wenn amatonormative Aussagen fallen, dann sage ich im Normalfall schon etwas dazu. Oder versucht da zu sagen, hey, das trifft vielleicht doch nicht auf alle Leute zu oder ich erlebe das aber so und so. Aber natürlich gibt es halt auch Situationen, wo ich das nicht machen kann und wo ich mich damit nicht so wohl fühle. Und da finde ich es wichtig zu sagen, es muss auch nicht immer jeder jede Aussage richtigstellen. Es kann auch nicht immer jeder. Oder manche Menschen sagen vielleicht, sie wollen das überhaupt nicht machen. Und was mir noch ganz wichtig ist und hilft, ist halt zum Beispiel diesen Podcast zu machen oder Aktivismus generell, weil ich dann das Gefühl habe, ich mache was und ich arbeite daran, diese Vorstellungswelten auch so ein bisschen abzubauen oder die Normativität abzubauen eigentlich, weil die Existenz von romantischen Paarbeziehungen, die exklusiv sind, ist ja nicht das Problem. Ich würde auch sagen, das hast du gerade schon angedeutet oder wahrscheinlich auch schon, ja nicht nur angedeutet, schon gesagt, es kann auch unterschiedlich sein, wie ich damit umgehe oder was ich mache, um vielleicht das, ja, diese Norm zu verändern. Und für dich kann das dann zum Beispiel der Aktivismus sein, I mean, wahrscheinlich für alle hier gerade in dieser Runde, sonst wären wir auch nicht hier. Aber es kann dann zum Beispiel auch sein bei mir, wenn in meiner Familie zum Beispiel solche Äußerungen fallen, bei Familienfesten. Das ist so der Punkt, wo es mir sehr schwer fällt, was zu sagen, wo ich glücklicherweise eine Schwester habe, die dann anfängt und den Mund aufmacht. Aber so kann es vielleicht anderen Leuten leichter fallen, in der Familie dazu was zu sagen, aber Aktivismus ist nicht ihrs. Und ist auch schön, dass es so unterschiedlich ist und dass wir uns da alle wahrscheinlich gut ergänzen können. Ich wollte aber noch sagen, also ein Tipp muss natürlich nicht funktionieren für alle. Bei mir hilft es mittlerweile ganz gut, zum Beginn einer Beziehung, sei es jetzt eine freundschaftliche Beziehung oder sonst was, mache ich immer sehr schnell klar, dass ich ja an einer romantischen Beziehung kein Interesse habe. Meistens so durch die Blume weg hier sage ich dann, ja, ich arbeite, bin heute bei dem Podcast oder ich habe heute einen Arbeitskreis zu dem und dem Thema und mache es so, ja, nicht so ganz direkt. Das kommt meistens erst später, aber schon irgendwie, dass klar ist, okay, das sind meine Grenzen. Familienfeier haben generell das Merkmal, dass das so zu Lebensführungsbilanzen sich entwickeln kann, auch in anderer Hinsicht. Es wird dann immer gefragt,
Ja, wie sieht's denn aus mit der Paarbeziehung, mit Familienplanung, mit dem Häuslebau, mit dem neuen Job? Hast du die Führungsposition gekriegt? Willst du noch mal wohin wechseln? Und es generell schwierig ist für Leute, die bei gewissen Markensteinen, zum Beispiel dem 30. oder dem 40. Geburtstag, einige Lebensziele einfach nicht erreicht haben, die man bis zu diesem Alter erreicht haben sollte. Was jetzt speziell das Thema Paarbeziehung betrifft, habe ich so eine leichte Veränderung festgestellt. Mittlerweile gibt es so viele Leute, die einfach beim Suchen und Finden der Liebe einen riesen Pech gehabt haben und für die das auch belastend ist, dass das gesamte soziale Umfeld sagt, bei deinem Date ist 20 Mal die Verabredung nicht gekommen, du musst es aber ein 21. oder 22. Mal versuchen. Oder eben deine letzte Paarbeziehung war die totale Katastrophe. Ach Mensch, beim nächsten Mal klappt's. Und wenn ich dann eben sage, nee, das ist einfach nur eine gesellschaftliche Konvention, da kann man sich auch mal von frei machen, entweder gänzlich oder zeitlich begrenzt. Und man kann auch sich anderen Lebensthemen widmen, die einem vielleicht ein bisschen besser liegen als das Dating. Dann gibt es inzwischen eine Reihe von Leuten, die mir da sehr interessiert zuhören, weil die einfach wissen, wenn ich jetzt so viel Pech habe und wenn ich auch die nächsten Drehs am Glücksrad immer noch Pech habe, dann gibt es auch was anderes für mich und ich habe einfach eine Alternative, wenn ich irgendwann die Schnauze voll habe. Es hat gute Gründe, warum es diesen Trend Done with Dating gibt und warum sich diesem Trend Done with Dating auch Menschen anschließen, die vom Grundsatz her allosexuell und auch alloromantisch sind. Ja, total. Schauen wir mal, was die Community dazu sagt. Also zu Tipps und zum Umgang mit Amatonormativität und schwierigen Situationen damit. Genau, und die erste Person, asexuell, aromantisch und agender, hat geschrieben: offen zu sich und anderen sein, sich selbst vertrauen und keinesfalls denken, Gefühle kämen mit der Zeit. Als sehr groben Daumenregel, wer nicht weiß, wie sich romantische Anziehung anfühlt, empfindet sie nicht. Ich muss sagen, eine Daumenregel, die ich auch schon mal weitergegeben habe mit dem Zusatz, muss natürlich nicht so sein, weshalb ja auch schon sehr richtig sehr grob gesagt wurde, aber zumindest für mich habe ich das dann irgendwann ja so hingenommen, weil ich dachte, okay, ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, aber vielleicht ist die Frage, dass ich es nicht weiß, schon ein Indiz. Also ein Indiz auf jeden Fall, wahrscheinlich keine zwingende Sache, vor allem für Menschen im Graubereich und so oder Leute, die etwas nur sehr schwach empfinden, mitunter, die gibt es ja auch, also dass Leute nicht so richtig limerent werden, sondern andere Formen von romantischen Gefühlen empfinden und die nur sehr schwach und unzuordnenbar, also da würde ich das nicht sagen, aber so als Indiz ist es ganz sicher gut. Wie die Person sagt, sehr grobe Daumenregel. Ich würde auch sagen, als Person, die romantische Anziehung kennt, ja, grobe Daumenregel passt, glaube ich, ganz gut, weil vorher ich auch gedacht, ich weiß nicht, was das sein soll, und dann auf einmal, also ich sage immer plötzlich, so plötzlich war das gar nicht, aber bis ich kapiert habe, dass es ein neues Gefühl ist, was sich da anschleicht, das hat ein bisschen gedauert. Das konnte ich dann nicht einordnen, aber ich konnte es mit dem erklären, was in Filmen so erzählt wurde, so mit dem Kribbeln und den ganzen Sachen, die da so erzählt werden. Dann war mir irgendwann klar, das muss jetzt romantische Anziehung sein. Und es zog mich im wahrsten Sinne des Wortes auch zu der Person hin. Die Begriffe verliebt sein und lieben sind ja auch weder gesetzlich noch wissenschaftlich definiert. Und das heißt, jeder kann auch für sich selber bestimmen, ob er oder sie das empfindet oder eben nicht. Wenn jemand ist,
der beispielsweise sagt, ich freue mich halt, die Partnerperson zu sehen. Wir sind die besten Kumpels und wir sind die besten Kumpels, die auch noch mal Sex haben. Und dann gehe ich halt von Verliebtsein aus. Dann kann niemand diese Behauptung widerlegen. Die kann Widerstand hervorrufen und Widerspruch, aber also wissenschaftlich widerlegen kann man diese Behauptung nicht und das ist dann für diese Menschen eben okay. Ich bin ja auch im Graubereich und habe das lange so gemacht, dass ich eben mit Mitte 20 so überlegt habe, was das Maximum der verliebt oder was das Maximum der Gefühle ist, die ich für eine andere Person empfinden kann. Und wenn dieses Gefühl sich wieder eingestellt hat, dann habe ich der Einfachheit halber von Verliebtsein gesprochen. Und ich glaube, dass viele andere Menschen sich auch noch so durchwursteln. Und wenn man sich einen Zahlenstrahl nimmt, wo dann das Verliebtsein von Opernfiguren vielleicht eine 10 ausmacht, das von Menschen und Filmen und Serien und Liebesromanen eine 9 und das, was die Kumpels empfinden im sozialen Umfeld, so eine 7 bis 8, dann ist man selber nur bei einer 3 und sagt sich dann halt, ja, das ist so meine Art der Verliebtheit und mehr ist halt nicht drin. Dafür kann ich mich unwahrscheinlich über soziale Ungerechtigkeit aufregen. Und da gibt es andere Leute, die das völlig kalt lässt. Und ja, also das war eben für mich die Lösung, mit der ich gut leben konnte. Und das hat sich eben nur dadurch verändert, dass ich dann von Aromantik erfahren habe und mich in vielen aromantischen Statements wiedergefunden habe. Also voll viele gute Sachen, die du gerade gesagt hast. Und das zeigt vor allem auch das Spektrum. Also ich glaube auch, dass es Menschen gibt, die Dinge sehr stark empfinden und eben, wie ich gesagt habe, Menschen, die das sehr schwach empfinden und dann das halt als Verliebtheit oder als das höchste der Gefühle setzen. Bei Liebe stimme ich dir auch zu, dass es keine wissenschaftliche Definition gibt. Verliebtheit ist sehr wohl etwas, was wissenschaftlich auch erforscht ist und was mit einem hormonellen Zustand auch im Gehirn beschrieben wird. Also da gibt es den Begriff, den Noah vorher schon erwähnt hat, also Limerenz, der beschreibt starke Verliebtheit, der beschreibt auch einen ganz bestimmten Zustand und das wird ja auch wissenschaftlich erforscht. Also es ist nicht so, als hätte der Begriff Verliebtheit überhaupt keine wissenschaftliche Fassbarkeit. Aber für das tagtägliche Miteinanderreden hast du natürlich recht. Dass eine Person, und es, man beschäftigt sich ja jetzt auch nicht direkt mit, was ist da jetzt die wissenschaftliche Definition und was passiert da im Gehirn, wenn sich jemand verliebt und wie fühlen sich die Leute wirklich. Da schlägt man ja jetzt die meiste Zeit vielleicht nicht nach und dementsprechend in der sozialen Situation ist es natürlich so, wie du sagst, dass man sagt, ja, das ist das Höchste, was ich vielleicht empfinde. Vielleicht ist das Verliebtheit. Oder dann nenne ich da, dann ist das vermutlich Verliebtheit, weil für die Person empfinde ich vielleicht noch ein bisschen mehr als für die andere Person oder auch nicht. Ja. Wollen wir zur nächsten Antwort weitergehen vielleicht? Sehr gerne. Ich würde die direkt vorlesen. Die Realisierung, dass es mehrere Lebensentwürfe gibt und Normativität zwar verbreitet ist, aber nicht die Wahrheit. In Bezug auf das Zugbeispiel, Aromantik lässt mich wissen, dass das kein Abstellgleis ist, sondern einfach eine andere Linie im S-Bahn-Netz des Lebens mit einer genauso erfüllenden Fahrt. Es kommt von einer Person, die aromantisch-allosexuell ist, in Klammern Questioning. Ich finde die Metapher so schön. Fand die in der vorigen Antwort so, schon schön. Die haben wir ja auch schon vorgelesen. Und die finde ich hier auch nochmal sehr passend. Und das hilft sicher, also zu wissen, dass es einfach mehr gibt als nur einen Weg. Und mehrere Arten glücklich zu sein auch. Es ist ja auch eigentlich eine kuriose Annahme. In allen anderen Bereichen ist klar, es gibt viele Wege, um irgendwas zu erreichen, um irgendwo hinzukommen. Aber an der Stelle denken wir als Gesellschaft, es gibt nur diesen einen Weg. Und ja, das dann so einmal zu verdeutlichen, finde ich eine gute Analogie. Ich glaube, die werde ich mir merken. Total.
Ich würde dann gleich die nächste Antwort anfügen, wenn das für euch okay ist. Und zwar haben wir auch eine Antwort bekommen. Meistens habe ich einfach ein bisschen unangenehm gelacht und das Thema gewechselt. Nicht alle Leute gehen cool mit Coming-outs um. Aber mein Tipp wäre schon, sowas zu fragen wie: Warum ist das für dich wichtig, dass ich einen Freund habe? Oder warum ist Eifersucht so ein zentraler Bestandteil deiner Beziehung? Ich glaube, da ist es auch noch wichtig, dass das eine polyamore Person auch geschrieben hat, weil das dann noch einmal einen anderen mit der Eifersucht noch mal eine Ebene dazu gewinnt oder besser verständlich ist. Ich finde an der Antwort sehr schön, dass da auch das rauskommt. Es muss nicht jede Aussage dementieren. Und es ist auch wichtig, auf die eigene Sicherheit zu achten. Also wenn ich nicht damit klarkommen kann gerade oder nicht sicher bin, einfach in der Situation, mich zu outen auch, und die Gefahr besteht, dass ich mich dadurch selber oute, dann muss eine Person sich auch nicht outen. Also die eigene Sicherheit geht immer vor in dem Fall. Aber natürlich, wenn man es kann und wenn es möglich ist, so eine Frage zu stellen und einem das weiterhilft, selber auch, da was gesagt zu haben, dann, also ich mache das auch immer wieder gerne. Kommt aber eben auch auf Person und Situation an. Ich wollte gerade sagen, ich finde das eigentlich gar keine schlechte Taktik, gerade auch mit diesen Gegenfragen. Mir ist gerade eine Taktik eingefallen, die ich mal angewandt habe. Die hat aber auch nur gefunkt, weil ich wirklich sehr kurz angebunden geantwortet habe und die Person damit aus dem Konzept gebracht habe. Und zwar bekam ich mal wie üblich die Frage gestellt: Und hast du einen Freund? Auch wirklich Freund? Dann habe ich gesagt: Ich habe weder einen Freund noch Interesse. Punkt. Und dann war das Thema auch beendet, weil ich es wirklich sehr direkt gesagt habe. Das ist eine sehr coole Antwort, though. Ich mag das. Ich glaube, das ist mir so ähnlich auch mal passiert. Ich habe nicht ganz so resolut geantwortet, glaube ich, aber ich habe vor allem in letzter Zeit antworte ich auf diese Fragen häufiger mit: Nö, habe ich kein Interesse dran. Und ja, da sind die anderen Leute dann auch immer ganz schön aus dem Konzept gebracht und du merkst an dem Zögern so, dass da im Gehirn was arbeitet und versucht, mit dieser komplett unerwarteten Antwort umzugehen. Weil es nicht erwartet wird. Ja, genau. Die Vorstellung nicht da ist, dass das eine Möglichkeit ist in vielen Fällen. Mich würde ja sehr interessieren, was bei diesen Gegenfragen, warum ist dir das so wichtig und warum ist das ein zentraler Bestandteil für dich, da rauskommt. Ich könnte mir lebhaft vorstellen, dass die Antwort einfach sein könnte, ja, das ist halt so oder ja, das macht man halt so. Und dann kann man mit den Leuten schon mal darüber reden, dass diese Menschen eigentlich einer gesellschaftlichen Konvention folgen, die jetzt, wenn solche Antworten kommen, auch nicht näher begründet ist. Und dann eben sagen, warum man einer solchen gesellschaftlichen Konvention eben selber nicht folgt. Ich kann mich daran erinnern, dass mein erstes Outing war eher beim Zufall auf einer Silvesterfeier gegenüber einer Frau, die ich gar nicht lange kannte. Und da war glücklicherweise noch ein guter Freund dabei. Deshalb war das ein einigermaßen passender Moment. Und habe dann eben beschrieben, wie ich das so sehe. Und sie hat dann selber zugegeben, mir gegenüber, dass ihr Leben auf der Prämisse aufbaut, dass ihr Mann ihr die Treue hält und sie ganz schön schlecht dastehen würde, wenn sich eben diese Prämisse nicht erfüllt langfristig, was ja etwa in 33% der Fälle dann tatsächlich nicht so ist. Und sie hatte sogar, obwohl wir uns gar nicht lange kannten, dann Verständnis dafür, dass ich selber das, was man in der Finanzwirtschaft als ein Klumpenrisiko bezeichnen würde, nicht bereit bin einzugehen. Total. Also ich meine, da sind Menschen ja auch voll verschieden, aber wenn sie sagt, das ist das die Prämisse, auf die sie ihr Leben auch aufbauen will, dann ist das ja jetzt auch nicht
weniger oder mehr wert. Was ich eigentlich sagen wollte, ist wahrscheinlich die Frage, wie die Antwort auf diese Fragen ausschaut, kommt ganz stark an, darauf an, mit wem die Person redet oder mit wem man redet, mit wem ich rede, weil ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, wenn das die eigenen Eltern oder so sind, dann nicht, dass Kinder Eltern werden sollten, um die Träume ihrer Eltern nach Enkeln zu erfüllen, überhaupt nicht. Da bin ich absolut dagegen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es für Elternteile ja nochmal schwieriger sein kann, sich zu verabschieden selber von diesem Traum oder Wunsch oder der Vorstellung, die sie selbst hatten, und dass das eine Antwort sein könnte. Aber ich glaube, in den meisten Fällen kommt dann einfach gar nichts raus, weil eine Person es wahrscheinlich, wie du sagst, wahrscheinlich auch nicht weiß oder so. Und erstmal überrascht ist über die Frage vermutlich auch. Also da hast du vermutlich für die meisten Fälle sehr recht. Eine Antwort haben wir noch ausgesucht. Und ich lese die auch gleich mal vor, glaube ich. Und zwar lautet die: Ich versuche vor allem in meiner Sprache keine Annahmen über zukünftige romantische oder sexuelle Beziehungen zu implizieren. Es hilft, mit anderen Aceback-Leuten darüber zu reden. Dem würde ich auch sehr zustimmen persönlich. Reden hilft sehr viel. Und ich finde, mit der eigenen Sprache kann schon ganz viel gemacht werden im Grunde. Man kann solche Sachen auch leicht abbrechen, wenn man zum Beispiel sagt, Tante Erna, das ist jetzt nicht das richtige Thema für eine Familienfeier. Das ist einmal, ja, es ist einmal ein sehr berechtigter Einwand, und dann wirkt es auch unhöflich, wenn Tante Erna dann tatsächlich bohrt und bohrt, was denn da nun genau los ist. Also solche Sachen gehören einfach auch nicht diskutiert vor dem Cousin oder der Cousine dritten Grades. Aus unterschiedlichen Gründen haben wir uns entschieden, die Folge hier jetzt zu teilen. Mit Amatonormativität geht es also nächstes Mal weiter. Das Ganze ist ja ein sehr großes und umfassendes Thema. Jetzt bleibt mir noch, mich zu bedanken. Und zwar im Vorbereitungsteam der Folge waren abgesehen von mir, Delphine, Noah und Gregor auch noch, war da noch Luna mit dabei. Vielen Dank. Und natürlich bedanke ich mich auch bei allen, deren Antworten wir schon vorgelesen haben aus der Umfrage. Vielen Dank euch fürs Ausfüllen, Mithelfen, uns eure Gedanken mitteilen. Das hilft uns immer sehr, und es tut auch immer gut zu hören oder zu lesen, was ihr zu schreiben habt. Ja, den Schnitt der Folge hat Melle übernommen. Vielen Dank, Melle. Und dann seid ihr jetzt dran. Wenn ihr zu diesem Teil noch Rückmeldung habt, Fragen, Gedanken, Feedback, wenn ihr einen Folgenvorschlag habt, dann meldet euch doch gerne bei uns. Ihr findet uns auf unserer Homepage unter inspektren.eu, auf Instagram unter inspektren-podcast. Wir haben auch Facebook, Twitter, Mastodon und einen YouTube-Channel, aber das findet ihr alles auch in den Shownotes verlinkt. Außerdem könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an inspektren@gmx.net, und ihr findet uns auf Aceback German auf dem Discord-Server. Dort haben wir einen eigenen Kanal, in dem ihr schreiben könnt, oder ihr könnt uns auch im Voice antreffen. Dort sind wir auch ab und zu mal. Dann sage ich jetzt Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.